Moin Moin liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Video Forza Horizon 5. Ja, und falls ihr weitere Forza Horizon 5 Videos sehen wollt, ja, dann abonniert gerne und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch direkt benachrichtigt. Ja, und heute wollen wir, nachdem wir uns bei dem Goliath-Rennen so aufgeregt haben, mal wieder Fun haben in dem Game. Und ja, ich würde sagen, dafür gucken wir jetzt mal, was wir als nächstes hier bei der Abenteuerspielliste freischalten können. Ein neues Abenteuer? Du und ganz so, keine Ahnung, warum das jetzt gerade so geleckt hat. Aber ich würde sagen, wir machen mal die Straßenrennen-Serie zu Ende. Ja, lässt einfach mal die Straßenrennen-Serie zu Ende machen und versuchen. Also ich glaube, wir machen jetzt erstmal nur dieses Segen von El Campeon. Ja. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt mal schnell hin, damit, toll, oder? Ja. Und die Folge, wo ich dieses Auto jetzt ziehe und noch viele weitere, die wird irgendwann kommen, denn das ist eine, da habe ich mir vorgenommen, eine reine Wheelspin-Folge draus zu machen und deswegen, und die ist ja aber komisch, kann es sein, steuert sich ultra komisch irgendwie. Zieht irgendwie so nach, keine Ahnung. Egal, ich nehme aber mal eine andere Karre, um dahin zu fahren und dann sehen wir uns, wenn wir da sind. So, liebe Freunde, ich bin jetzt hier mal kurz mit dem Königsagiesco hier hingeballert mit 490 km/h schafft er. Und ja, würde ich sagen, wir beginnen mal das hier. Diese Horizon Story. So. Zeig's mir. Ich zeig's dir. Das ist El Campeón Misterioso, eine Legende bei Lucha de Carreteras. El Campeón, darf ich dir den Superstar vorstellen, von dem ich erzählt habe? Ijole, das lief ja gut. Was? Das heißt, El Campeón wird dich trainieren, wenn du zeigst, dass du es auch verdienst. Ein Auto steht schon bereit. Du musst das Tempo hochhalten. Lucha de Carreteras geht um Geschicklichkeit, Tempo und Präzision. Ich krieg das hin. Lucha Libre ist das weltberühmte mexikanische Wrestling und Lucha de Carreteras ist die neueste Evolutionsstufe von Lucha und Rennsport. Wir brauchen also El Campeons Unterstützung für das Festival. Denn, liebe Freunde, ich bin jetzt schon im vierten Try. Ich hab's noch kein einziges Mal geschafft. Aber diese Karre ist auch so immens scheiße. Jetzt rechts. Linkskurve voraus. So. Mexiko verehrt seine Lucha Libre Helden. Deshalb brauchen wir unbedingt El Campeons Segen für Lucha de Carreteras. Also, tritt richtig aufs Gaspedal. So, als fahre ich mal in der Schwitzer-Perspektive. Der Perspektive kann man richtig reinzwetten. Okidoki, bitte sag, dass wir es jetzt easy schaffen. So viel schlechter war ich doch gerade eben gar nicht. Jupp, und ich werde es schaffen, zum Glück. Gerade noch so. Digga, ich verstehe nicht, warum das so schwer ist. Felicidades! Digga, schau dir mal an, wie knapp das ist. Wie sollen wir es denn schaffen? Also man darf sich da wirklich gar keinen Fehler erlauben. Oh je, El Campeón erwartet dich zu deiner Trainingseinheit. Wir treffen uns hier. Okay, da fahren wir jetzt mal schnell hin. Es geht auch deutlich schneller mit dem Kummer. Hier sind wir in 2 Sekunden auf 200. So, liebe Freunde, da sind wir auch schon da. Du hast dein Ziel erreicht.
Ja, könnten jetzt hier weitermachen. Hoffentlich bekomme ich wieder so eine Scheißkarre. Also, dich erwarten 3 Trainingsphasen. Ich erkläre dir die Regeln und alles. Sonst noch Fragen? Nö. Wenn ich zum Luchador werde, brauche ich doch eine Maske, oder? Pues sí, aber du musst sie dir verdienen. Hoffentlich haben die jetzt was an der Karre gemacht. Pero antes musst du dein Geschick beweisen. Lucha de Carreteras vereint el espectáculo des mexikanischen Wrestlings mit der Energie des Rennsports. Okay, klingt interessant. Weiß nicht, wie die das umsetzen wollen, aber werden schon einen Plan haben. Und sie haben auf jeden Fall was mit der Karre gemacht. Das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Die Fähigkeitenpunkte, die da oben links stehen, die sind doch safe nur für einen Stern. Also ich muss das einfach nur schlagen, okay. Das habe ich getan. Achso, das war wahrscheinlich das im Voraus. El Campeón scheint beeindruckt, aber als nächstes musst du deinen Mut beweisen. Guck. Lucha de Carreteras verlangt nicht nur Geschick, sondern auch Tapferkeit. Mal sehen, ob du das hier meisterst, Valiente. Ich schaffe das. Bin ich mir sicher. Vámonos! Ich glaube, alles fing an, als Adolfo de Riesco von seinem Auto in den Ring sprang. Das war die Inspiration für Lucha de Carreteras. Und der Rest ist Geschichte. Jump! Was für ein Drift! Que valiente! Um so zu pumpen, braucht es Mut. Hä? Einfach abkürzen. Null. Durchs Feld. Wir wollen ja so schnell wie möglich am Ziel sein. Also ab durch die Mitte. Der rechte ist ein linker Ding. Oh scheiße, auch im vor mir. Nicht nur rechts. Easy in einer Minute geschafft. Das ist der letzte Test. Beweise El Campeón Misterioso, wie schnell du bist. Okay. Vamos! Es ist genau Tschüss. Wie Lucha Libre. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Bleib auf der Strecke, ja? Was liest du? Muss das in 1,55 haben. Es kann schwierig werden. Vielleicht war das erste auch ganz einfach. Ich hätte den Tor abkürzen können. Und ihr habt schon in die Kommentare geschrieben, wie ich das machen hätte können. Wenn nicht und ihr es wisst, dann schreibt jetzt gefälligst rein. Habt ihr mich verstanden? Sonst gibt's Schelle. Nochmal hart links. Die Route der Rudos könnte uns echt ein paar Sekunden sparen. Sie kennen die besten Abkürzungen. Was heißt denn das? Die
musst zu mir sagen. Aber fällt ein. Verpasst nicht die Kurve. Hopp. Aber ich darf das ja auch nicht verpassen, ne? Oho. Irgendwo hier hinter dem Gebüsch soll es eine Abkürzung geben. Das darf ich auch nicht, ja, guck. Das ist die Abkürzung sein. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt auch nicht. Ah, da links, ah. So, darf ich jetzt natürlich nicht gegen den Baum krachen. Ups, ja gut, da muss ich nochmal neu machen. Da habe ich ihn ja komplett verschalten. Dale Gas, gib alles auf der Geraden. Ja, versuche ich. Nur, es könnte knapp werden. Guck mal, wie knapp das schon wieder ist. Ist mir zu knapp. Ups. Problem ist jetzt, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht haben könnte. Ich bin einfach so weit zurück, wie ich kann. So. Hopefully I will get it now, but ja, warum? Ich brauche drei Sterne. El Campeón Misterioso besiegt. Dich erwartet eine strahlende Zukunft. Bien hecho! Du hast zweifellos dein Können bewiesen. El Campeón Misterioso ist bereit, dich zu unterstützen. Du trägst nun den Namen Toro Loco! So ein Scheiß. Mach ich irgendwann nochmal. Jetzt habe ich da keinen Bock drauf. Digga, ich muss gleich essen. Machen wir jetzt schon Wrestling mit Autos oder was? Yo! Digga, das ist aber ein geiler Drickstrip. So, machen wir jetzt das erste Gefecht. Esso! Jetzt siehst du aus wie ein echter Krieger im Ring. Denk dran, verrate nie deinen echten Namen. Wenn du die Maske trägst, bist du Toro Loco. Und sprich auch nicht, das macht der Ansager. Alles andere ist startklar. Steig in dein Auto! Willkommen zum dritten Try. El Combate fängt gleich an. Zu schaffen. Es gibt einen Herausforderer. Dieses Frischfleisch ist von El Campeón gesponsert. Kann dieser neue Kämpfer das Erbe verteidigen oder wird das eine Niederlage? Bei dieser Qualifikation kannst du zeigen, was du drauf hast. Leg ein paar Sprünge hin, leg dem Tod ins Auge. Du weißt schon, mach dein Ding. Sollte nicht zu schwer sein. Psst, nicht reden. Ups. So, ich glaube, Driften ist ganz geil hier. Ich glaube, wir brauchen 130.000 oder so. Nee, 120.000, aber 130 wäre noch nicht schlecht.
So. Um die Streak immer mal so am Laufen zu halten, müsst ihr immer mal wieder so durch Zerstörungen gehen. Oder einfach mal kurz driften. Haben wir es geschafft? Was für eine Leistung! Von El Toro Loco können wir noch so einiges erwarten! Dieser Teil ist beendet und Toro Loco steht die Qualifizierungsrunde für das Stadion bevor! 3 Sterne, easy. Sogar wirklich easy. Ja, und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal, ich glaube dann bei der 13. Folge schon von Forza Horizon. Und ja, wenn man mal bedenkt, dass das Game erst vor 7 Tagen rausgekommen ist, dann haben wir schon recht viel geschafft. Und dafür, da ich jetzt nicht so ultra viel am Zocken bin, muss ich sagen. Aber ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das glaube ich hier jetzt erstmal ein bisschen längere Folge, aber bis zum nächsten Mal. Ciao.